Und damit wieder willkommen bei einer weiteren Folge von Choo-Choo Charles. Wir machen uns heute auf den Weg zur Nordmine. Ja, der Weg dahin ist lang. Beim letzten Mal wurden wir ja mies von Charles heimgesucht. Ich denke nicht, dass wir zu diesem NPC hingehen werden. Aber wir müssen auch hier wieder das Gleis umlegen. Ich sollte mir vielleicht einen Wegpunkt bei der Abzweigung machen. So. Nicht, dass ich einfach gleich falsch war. Lalala. Wir brauchen keine Angst haben. Alles ist gut. Solange ich wild bin. Oh, bin schon zu weit gefahren. Ups, falsch, stopp. Aha, als ob ich das einfach so machen kann. Easy. Komm doch her, Charles. Wenn du dich traust. Stimmt, wir haben den Raketenwerfer freigeschaltet beim letzten Mal noch. Das heißt, wir werden heute ordentlich Charles vermöbeln können damit. So. Sind wir auch bald schon da, bei der Nordmine. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier irgendwas auf dem Weg. In der nördlichen Mine befindet sich ein Monster-Ei, das geborgen werden muss. Yep. Das ist der Plan. Bisschen noch nach vorne. Das sind meine Steps. Pfeift hier jemand? Oh. Schrott. Okay, bevor wir hier reingehen. Oh mein Gott. Ich denke mal, das wird hier auch der Eingang sein. Ja. Boah, der Weg ist schon wieder so ewig lang. Bis zur Mine rein. Och Mann, ey! Kann nicht sein, dass sie direkt so ein Knecht ist jetzt. Ja, komm. Oh mein Gott. Okay, never mind. Er wird umgefahren. Hallo? Nein, was? Nein, wo ist er denn? Och nö, ey! Fuck off, Charles! Fresse Raketenwerfer! Ja! Komm! Weg mit dir, weg mit dir! Komm, rein! Okay, schnell ein bisschen reparieren. Komm, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Komm, 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 komm. Verpiss dich. Ja. Oh mein fucking Gott, warum kommt er denn jetzt? Wo bin ich eigentlich hingefahren? Okay, wir könnten noch... Ja, komm, dann reden wir jetzt erst noch mit dem. Oh, das war gerade viel zu stressig. Digga. So, hallo. So. Kurzer Schreckmoment. Alter. Meine Fresse. Stellt euch mal vor, wir wären weiter in die Mine gegangen. Der hat ja direkt hier gechillt. Hallo. Ist hier jemand? Ich habe tatsächlich gesehen, wir haben scheinbar bei der Brandon-Hütte Farbstoff übersehen. Aber das ist egal. Ich wollte meinen Zug eh nur grün. Okay. So, ich nehme an, der NPC ist hier oben. Ah, da steht er ja draußen. So, zack. Boah, ich glaube, wir müssen echt die Panzerung noch besser machen. Das ist ja schlimm, wie viel Schaden der macht. Hallo? Soll das ein Fernglas sein? Digga. Hallo? You're the archivist my father told me about. Ah, sein Vater. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Ja, Digga, ich würde ja auch nicht freiwillig hin wollen. Sind wir zwar, aber hey. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. Ja, komm. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. Sag bloß.
While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Okay. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Der Brücke. So ein Sprengstoff bei der Brücke. Bei dieser Brücke anbringen. Okay. Ich habe Pauls Mission begonnen. Na dann ab dafür. Bombenplan. 8 Bomben? Zack. Schrott. Okay, wahrscheinlich auch unten, oder? Komm ich irgendwie leichter nach unten? Naja, gehen wir außen rum. Aua. Aua. Nein. Aua. Scheinbar sollen wir doch nichts unten platzieren. Ah, okay. Ja, wow. Never mind. Und zack. Yeah. Kehre zu Paul zurück. Hallo. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. Geil. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Here, take this. It's the key to the temple. Mm-hmm. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Okay, okay. Aha, wir haben jetzt einen Schlüssel für diesen Tempel hier. Muss ich da dann die Eier reinpflanzen, wenn ich alle habe, oder was? Rufe Charles mit Hilfe der Eier herbei. Und setze seine Schränkserschaft ein Ende. Wer pfeift hier schon wieder? Gut. Dann hätten wir das geklärt. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon einfach jetzt hier direkt hin. Bevor wir in die Mine gehen. So, komm mit. Mein toller Zug. Ab 2 Meter nach vorne. Ja, könnte fast sagen Punktlandung. Boah, der hat hier Stacheldraht. Alter. Wie siehst du denn aus? Geht's dir gut? Du hast auch wieder sowas an der Schulter. Wieso guckt die denn so grimmig? Oh. Schade. Ah! Okay, das hätte ich eigentlich auch denken können. Oh Mann. Hüpp. Sie ist voll krass, Alter. Okay, hallo. The fabled hunter has finally arrived. Gertrude. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Mm-hmm. Bob was such a brave man. Much braver than you, I bet. Ja, danke. Hat Bob Charles erlegt? Ich glaube nicht. If you take what I have left of the gun and steal back those other parts, you can put it back together to use against Charles. Ja, Mann. Just do me one favor, will you? Was denn? If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. Okay. Digga. Wir haben jetzt hier Reste von Bob Defekt. Das sieht mir sehr nach einer. Soll das ein Sniper sein oder was? Was, Bruder? Wo ist das denn? Oh mein Gott. Yo! Warrens Bande hat Teile einer neuen Waffe gestohlen. Hol die Teile zurück und vervollständige die Waffe. Dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir zu dem NPC hier, fahren bei der Waffenmission vorbei und dann geht's ab in die Mine. Da sehe ich uns. Ab dafür. Ist das eine Kirche? Was ist das hier? Hallo? Also auf der Map steht hier nichts. Vielleicht muss ich hier gleich rein. Ein Zettel. An die Pfarrer. Die heutige Predigt war eine wahre Inspiration in dieser schwierigen Zeiten. Sehr gut durchgedacht und in jeder Hinsicht ausführlich. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir dein Vertrauen und deine unentwegte Weisheit bewundern, während wir um unsere verlorenen Brüder und Schwestern trauern. Tatsächlich, ja. Wir trauern hier alle. Wir traumern auch ein bisschen. Ich
Oh, was ist denn hier passiert? Ist sie irgendwie abgebrannt halb oder teils oder keine Ahnung? Jo, hier ist sau viel Blut. Ist der Pfarrer tot? Überblick der Predigt. Gott ist äußerst wütend, denke ich jedenfalls. Ist Charles der Teufel, mit 96%iger Wahrscheinlichkeit, immer hinterlistig. Spinne gegen Schlange. Spinnen haben mehr Beine für gewöhnlich. Gott gewinnt immer, hoffentlich. Opfergaben nach Freiwilligen fragt. Was? Nicht viel Weine, nur ein bisschen. Schlussgebet aufräumen. Also es sieht sehr aus, als wurden hier Opfergaben gemacht. Und wir haben hier schwarzen Farbstoff. Alter. Also, mein... Schwarz ist natürlich auch krass. Mehr oder weniger. Der sieht das kacke aus. Sieht aus, als hätte es jemand selbst bemalt. Also da finde ich meinen Grün viel toller. Sorry. Ja, das war schon wieder viel zu weit, ey. Und ich habe auch beim erneuten Anschauen meines Videos gesehen, der Zug, der hält auch automatisch an. Falls ich mal runterfallen sollte oder was auch immer. Er fährt nicht ohne mich. Habe ich irgendwie überlesen. So. Gale. Bist du Gale? Pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. Okay. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. Mm-hmm. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst. Man flüstert eigentlich so. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. Okay. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mind key. Mhm. Danke. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell. Okay. Lass mich in dein Haus. Guck mich nicht so an. Oh Gott, oh. Real Life Flashbang. Eine Miete oder ein Grab? Warte, was? Okay, wir haben sehr viele Hauptquests irgendwie jetzt. Eine Miete oder ein Grab? Erforderlich. Die Bande beschützt ein Ei und verrichtet seltsame Arbeiten in der Nähe der eingestürzten Miete. Okay, uff, uff, uff. Was heißt das jetzt für mich? Ja, gehen wir erstmal zum. Infiltrieren wir jetzt erstmal das Bandenlager. Yeah. Ah, stopp. Stopp. Ich würde sagen, wir haben 55 Shot, wir tun einfach zweimal hier upgraden. Warte, wir wollen nicht nach rechts, richtig? Wir wollen nach links, richtig. Dass das alles immer falsch ist. Standardmäßig. Dafür bis zum nächsten Teil. Das ist wahrscheinlich auch wieder nach rechts zeigt, aber wir wollen nach links. Wait, wir wollen wirklich nach links. Oha. Oh Gott, oh Gott. Hä? Oh. Warte, können wir nicht einfach... Ne, den habe ich nicht erwischt. Was der Scheiße. Stopp. Ich frage mich, ob ich mich damit selber damagen kann. Ich glaube nämlich, dass mir das ein paar Mal passiert sein könnte. Okay. Au. Ja gut, dann fahren wir jetzt geradeaus und ich knall die ab. Oh, ich glaube, wir haben noch Wind zersplasht. Wait, oder die snipen mich. Yo. Okay, und jetzt fahren wir wieder rückwärts. Hä?
Gute Nacht. So, war's das? Ich denke. So wie es aussieht, haben wir alle. Scheiß Geräusche. So, den Zug haben wir schön hier drunter geparkt. So. Wir graben schon seit über einem Monat. Und langsam frage ich mich, was wir eigentlich tun. Über und unter der Erde haben wir alte Steinruinen entdeckt. In einer der anderen Minen wurde eine Art Tempel in einer großen Höhle freigelegt. Suchen wir wirklich nach Goldadern? Das kann ich dir nicht sagen, aber es hört sich auf jeden Fall nicht danach an. Hallo? Schlüssel. Der Schlüssel für was ist die Frage? Wahrscheinlich unten für einen Schuppen oder so. Oh nö. Nö. Hey. Hey Gott. Ich würde sagen, gehen wir lieber schnell in unseren Zug. Bevor irgendwas passiert. Nordmin-Schlüssel. Berggrünen-Schlüssel. Schlüssel für das Bandenlager. Ich werde jetzt erstmal im Kreis fahren. Oder weiterfahren, wenn wirklich der Charles kommen sollte. Oder wobei. Wir müssen auch mal ein bisschen Risk taken. Holy shit. Diese Masken. Okay. Aua. Perfekt. Okay. Rüste den Gegenstand deinem Zug aus. Oh mein Gott. Diese Geräusche. Bob. Sniper. So wie es aussieht. Gut, gut. Puh. Oh nein. Wo ist er? Oh Gott! Okay. Hör auf, Charles, hör auf! So. Flammenwerfer, Hilfe! Verpiss dich! Oh Gott, wo hab ich den hingeschossen? Ah, Hilfe! Piss dich! Piss dich, Charles. Oh. Verbrenn. Digga, er hat ein Bein in seinem Kopf. Oh mein Gott. Alter, er hat... Hä? Oh mein fucking Gott. Alter. Das war schon wieder viel zu viel. Wir haben... Oh mein Gott, da hab ich mich erschrocken schon wieder. Also da hinten war noch eine Kiste, ich weiß nicht. Ja, komm, wir brauchen das Schrott. Bin ich verwirrt? Fahre ich gerade irgendwie woanders lang? Nein. Ja gut, ne? Dann würde ich sagen, geht's jetzt ab in die Nordmine. Holy shit. Alter. Das war schon wieder viel zu viel Stress. Okay, aber immerhin bedeutet dieses, Wenn er auf jeden Fall so hier so Tut-Tut macht. Wenn er Chu-Chu macht, der Charles. Dann heißt es, glaube ich. Oh, stopp. Dann heißt es, glaube ich, dass er auf dem Weg zu mir ist. Das heißt, immer wenn er trötet, kommt er bald. Denke ich. So, ist hier noch jemand zufällig? Ja, da drüben. Ich möchte mal seine Aufmerksamkeit. Und den killen. Okay, aber irgendwie sieht er mich nicht. Gut. Passt. Ah. Ab dafür. Diesmal schaffen wir es vielleicht ein bisschen Sneak hier. Okay. Ah, da war er gerade. Ich gehe mal weiter nach hier hinten. Hier ist ein Hebel. Okay. Wenn ich scheinbar da drin bin.
Ach Mann. Ey. Oh Gott, da war ein unsichtbarer Wand. Ja, er wird mich jetzt wieder verfolgen bis ans Ende der Zeit. Bitte lass den anderen nicht hier draußen stehen. Wobei? Oh nö. Ja, ist okay. Oh, yo! Der bricht mir einfach direkt mein Bein. Boah, diese Gäste sind zu zweit jetzt. Ja, ja, chill mal. Fahr. Digga! So. Ich hoffe, das waren die einzigen, die wir besiegen mussten. Zack. Fuck. Ey, was? Bin echt schlecht. Sollte echt viel später drücken. Blauer Farbstoff. Den können wir eigentlich auch mal testen. Kommt der schon wieder bald? Okay. Und dort ist zu. Oh nein. Jeden Moment sein. Wir rennen einfach. Dann sagen wir, gehen einfach. Ist mir egal, was da drin noch ist. So, wir rennen direkt zum Zug und fahren. So, geh. Nachdem wir die Zugnoises gehört haben, fahr. Okay. Heißt es jetzt erstmal hier hinfahren, I guess, zu der nächsten Mine. Dorthin. Alter. Bin mir ziemlich sicher, Charles wird hier auch bald auftauchen. Oh Gott, nicht runterfallen. Nee, blau fühle ich nicht. Bleib schön bei grün. Oh lol. Oh, den habe ich echt irgendwo hingesetzt, aber nicht, wo die Gegner sind. Aber bevor wir es vergessen, würde ich sagen, löschen wir die einfach aus. Hä, die Säcke? Oh, ja, okay. Boom. Toll. Digga, mein Aim. Viel zu sehr veraimt. Digga, lass meinen Zug jetzt in Ruhe, du Blöder. Er läuft aber auch einfach rein. Tö. So. Blöchen. Okay, es hier geht nach links. Wir wollen nach links. Tatsächlich. Sieht so aus, als wären hier Mine oder Grab. Jetzt wäre hier aber auch der Eingang. Okay, liegt noch sehr viel Schrott. Aber da, hier ist der Eingang. Was ist dann da unten? Die Frage ist, will ich da jetzt schon rein? Oder warten wir noch einmal, bis Charles kommt? Wir könnten rein theoretisch noch eine Runde fahren. Ich glaube, da sehe ich uns tatsächlich. Wir fahren eine Runde. Dann holen wir uns Charles. Ich weiß ganz genau, der wird hier wieder komplett auf uns warten. Ich traue mich nicht, Tempo und Schrott beides zu upgraden, weil wir keinen Schrott haben. Es wäre vielleicht auch klug, mal wieder so eine Aufgabe zu machen. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Bei dem hier zum Beispiel. Dann könnte ich
Hätte ich wieder ein bisschen Schrott. Ja, hier vielleicht nicht, Digga, in einem Wasserloch. Irgendwie kommt er nicht. Mr. Charles. Frag mich, wo er sich gerade befindet. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ich würde gern sehen können, wo er gerade ist auf der Map. Aber ich glaube, das wird es auch zu einfach machen. Würde ich sagen, fahren wir weiter und machen Quests. Ja, doch. Vielleicht das hier unten oder so. Der recht nah an der Straße ist. Macht das eigentlich auch am meisten Schaden? Nein, aber die Reichweite ist die größte. Naja. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal ein bisschen. Bis dort unten. Bis zu dem Gleis hier. Hey, wir fahren durch unseren alten Train Shack. Oha. Ah. So. Fahren wir durch unseren alten Train Shack. Shack. Frage ist, ist hier noch Stuff oder so? Ich war ja auch nie hier oben. Oder war ich? Ne, ich war ja eigentlich nicht oben. Nein, hier ist nichts. Hm. Na gut. Dann ab dahin. Oh mein Gott. Da ist er. Ah, der kommt direkt wieder her. Komm her, Charles. Ah, komm her, was willst du? Was willst du, ha, Charles? Ja, komm, Charles. Ha? Ich habe keine Angst mehr vor dir, auch so, wenn mein Zug gleich kaputt ist. Ja, dachte ich mir. Verpiss dich! Dachte ich mir nämlich. So. Ein armer Zug. Hm. Warte mal, wo wollen wir überhaupt langfahren? Ja, links. Los. Stopp. So, was geht, Mr. Cowboy? Haben Sie eine Tür? Ne? You must be the archivist that Eugene told us about. Mhm. We're happy that you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Mm-hmm. You know, that old train of yours will need some major upgrade. Ja, richtig. If you want to take down Charles, there are some metal scraps in my barn that you could use to improve. Danke, Bro. Here's the key to the barn. It's just up a path. Da haben wir noch irgendwas Interessantes. Sieht nicht so aus. Oh, komm mit Zug. Ja, mal geht's mir trotzdem auf der Karte. Boom. Plündere Tonys Scheune. Okay, Tony. Digga. Junge. Okay, ist jetzt aber nicht so viel, oder? Obwohl Eugene versprochen hat, Hilfe zu schicken, sobald er das Festland erreicht hat, habe ich gerade festgestellt, dass er nie erwähnt hat, ob er zurückkehren würde. Ich nehme an, er ist der Typ Mensch, der nicht jedes Detail seines Plans verrät. Jeder, der auf der Insel versucht, einen Ausweg aus diesem Schlamassel zu finden. Und ich kann nur hoffen, dass dieser befreundete Archivar eine Idee hat. Mir ist egal, was sie in der Vergangenheit getrieben haben und welche Praktiken sie anwenden, solange sie Charles den Chaos machen. Die meisten Leute hier unterstützen diese Idee. Doch einige Verrückte wollen, dass wir ihn in Ruhe lassen. Diese verdammten Warren hat nicht mal alle Latten am Zaun. Ja, gut. Zurück zum Zug.
Okay. Irgendwie traue ich mich nicht weiter, so weit mich zu entfernen von meinem Zug. Boah, ich hoffe mal, ich muss nicht in diese Hütte, wenn ich hier so Sachen mache. Wenn ich mal so drüber nachdenke, es war total lucky. Boah, oder hier vielleicht, bei der Brücke? Also hier liegt auf jeden Fall Schrott. Ich war, glaube ich, total lucky, dass ich, als ich beim Leuchtturm war, dass Charles nicht kam. Weil, I mean, das ist echt weiter Weg gewesen damals. Hier oben. So, das heißt, wir gehen hier hin und gehen nach links erstmal. Stopp. So. Ab dafür. Ach Mann. Was will er denn? Ja, jetzt kann ich safe nicht. Da hinten ist er schon wieder, der Wichser. Da müssen wir jetzt leider weiterfahren. Tut mir leid, NPC. Wir fahren einfach jetzt hier ein paar Runden. Hey, hi, was geht? Was ist das? Ach, warte mal. Hier ist die... eine Mine. Ah, nee, der Tempel ist das. Ja gut, Charles, ja, wo bist du, hä? Wo bist du, Charles? Nirgends scheinbar. Aber erhöhen wir mal das Tempo. Noch. Was pimmelt der denn da jetzt da so rum? Der soll mal herkommen jetzt. Stell dich mir, Charles. Hä? Provoziert dich das nicht? Wo ist er denn eigentlich? Ich habe ihn doch gesehen. Da soll jetzt mal herkommen, der Knilch. Stell dir mal vor, das Spiel gäbe es im Multiplayer. Holy shit. Ach, ich habe jetzt irgendwie auch keine Ahnung mehr, wo Charles hin ist. Vielleicht helfen wir da doch einfach dem Typen hier. Digga, was? Mann! Hallo? Und mit dem Anzug sogar. Vor dem Einsturz habe ich mit meiner schönen alten Grubenbahn einen Ersatztriebwagen in die Schlucht geschoben. Ich dachte, ein Triebwagen wäre der optimale Ort, um wertvolle Habseligkeiten zu verstecken. Vor allem auf einer ländlichen und unvollständigen Strecke. Ich wollte vor ungefähr einer Woche etwas aus meinem Triebwagen in der Schlucht holen. Doch einige von Warrens Männern haben dort ein Lager oder eine Art Stützpunkt errichtet. Ich weiß nicht, wie ich am besten an meine Kiste komme. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich ohne sie überlebe. Ja gut, ne? Hallo. Welcome to Araniram, Archivist Museum person. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. Mm-hmm. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. A very special little box of mine is in a rail car in a nearby canyon. But the goons have set up a camp to protect that area. Niemals. So be careful. Find the blue box and bring it back to me. I'll give you some scraps as payment. Also. Ich glaube nicht. Ja, du spinnst wohl. Du spinnst wohl, Digga. Sehe ich so aus? Vielleicht kann Charles nicht da rein. Ach, das bezweifle ich. Blaue Box. Hier ist sie wahrscheinlich.
Theodors blaue Kiste befindet sich im Triebwagen in der Schlucht. Bring ihm die Kiste für eine Belohnung. Ja, ich würde da mal sagen, das ist eher so ein Ding fürs nächste Mal. Ja, fürs nächste Mal. Falls ich das wirklich machen will. Kann ich raus? Nö. Aber, ja, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann gerne Abo und Like dalassen. Vielleicht geht es erst nächstes Jahr wieder weiter mit Choo Choo Charles. Jo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns entweder nächsten Samstag oder im nächsten Stream. Ciao.